Hallo und herzlich willkommen zu unserer Reihe zu der Frage, wie komme ich vom objektorientierten Datenmodell zu meiner Softwareanwendung? Nachdem wir uns jetzt damit beschäftigt haben, wie wir das Datenmodell beschreiben und wie wir das Datenmodell nach C# bringen, gucken wir uns jetzt nochmal ganz kurz an, wie wir jetzt Objekte instanziieren, also sprich tatsächlich Daten ablegen. Weil jetzt ist nämlich die Frage, wie arbeite ich damit? Und ich habe Ihnen ja da einen Haufen Spaghetti-Code geschrieben, ne? Weil so wollen wir natürlich nicht damit arbeiten. Wir wollen das ja ein bisschen aufräumen. Aber damit man mal grundsätzlich versteht, wie das funktioniert, habe ich das einfach mal hintereinander weggeschrieben. Also, das Erste habe ich ja eben schon mal gesagt, wenn ich so eine Klasse schreibe, dann erzeuge ich einen neuen Typ. Und den kann ich genauso benutzen wie meine primitiven Typen, also die in der Programmiersprache eingebauten Typen, muss aber die Objekte dann über diesen New-Operator instanzieren. Und wenn ich jetzt in diesem Hauptprogramm mal reinschaue, dann sehe ich, okay, hier steht Land, Deutschland, das ist nichts anderes als eine lokale Variable mit dem Namen Deutschland und vom Typ Land. So, und in eine Variable vom Typ Land kann ich jetzt auch ein Objekt vom Typ Land einspeichern und das erzeuge ich mir mit diesem New-Operator. Der New-Operator kriegt als erstes hier übergeben, oder schreibt man hin, was es sein soll. Ja, ich möchte ein Land, also wird es wohl ein Land sein. Und das, was hier in den runden Klammern steht, das sind die Parameter von dem Konstruktor. Ja, das heißt, das Objekt wird erzeugt und dann ist in dem Objekt drin, läuft dieses Programm ab. Und da erinnern wir uns ganz kurz, was macht der? Der geht halt hin, nimmt dieses, was da übergeben wurde, also wo jetzt das Deutschland drin steht, übergibt es dem Konstruktor seiner Superklasse. Der Konstruktor seiner Superklasse ist in dem Named Object, das ist nämlich der da. Das heißt, hier kommt unser Deutschland an. Dann wird das Deutschland hier genommen und diesem Property zugewiesen. Das Property ist das hier. Das Property hat einen Setter. Das heißt also, in diesem Value drin landet jetzt unser Deutschland. Unser Value ist Deutschland, also nicht ist weder null noch voller Whitespaces, also irgendwie Leerzeichen, Tabulatoren, Zeilenumbrüche und so weiter. Das heißt, am Ende wird dieses Deutschland diesem Unterstrichnamen zugewiesen. Das heißt, wenn es dieses Objekt nachher gibt, ist hier drin in diesem Attributname das Wort Deutschland abgespeichert. Gut, dann kommen jetzt die Städte. Ja, ich baue jetzt einfach mal hier ganz stumpf unser Beispiel nach. Bielefeld, Mülheim, Essen, Berlin, Frankfurt. So, auch wieder lokale Variablen. Bielefeld ist klar. New Stadt heißt, also wir legen ein neues Objekt vom Typ Stadt an. Name ist Bielefeld. Ja, da passiert wieder das Gleiche. Es geht rein, geht in den Base-Konstruktor und so weiter. Unterschied ist, dass hier ein Deutschland übergeben wird. Ja, sehen wir hier. Also, wenn ich da drüber fahre, sehen wir Stadt, Klammer auf, String Name, Komma, Land liegt in. Also, das, was da übergeben wird, muss vom Typ Land sein, ja, weil das sonst eben hier nicht in das Attribut passt. So, das ist offensichtlich vom Typ Land. Der Compiler meldet keinen Fehler. Also, dieses Land, Deutschland, kommt hier rein und landet dann nachher im Liegt-in-Attribut. Das gleiche mit Mülheim, Essen, Berlin, Frankfurt, alles wunderbar. Jetzt habe ich im Prinzip lauter Städte, die der Beziehung zu Deutschland haben, nämlich weil sie da drin liegen und die umgekehrt hier an der Seite eben noch einen Namen gesetzt haben. So, jetzt hatten wir eben gesagt, wir cracken das Datenmodell an der Stelle auf, weil ja das hier eine Reihenfolge hat. Ja, das heißt also, ich muss mir entscheiden, was muss ich zuerst instanzieren. Und deshalb hat ja auch hier unser Länderkonstruktor nicht gleich auch seine Hauptstadt mitbekommen. Das heißt also, hier kommt jetzt im Prinzip die Feuerwehr und räumt noch mal ein bisschen auf. Also wird Berlin hier dem Attribut Hauptstadt zugewiesen. Also laut Datenmodell haben wir ja hier ein Deadlock drin. Das heißt also, hier jede Stadt hat ein Land und jedes Land hat eine Stadt. Das wird nicht funktionieren. Da müssten die gleichzeitig vom Himmel fallen. Und wenn wir hier reinschauen, sehen wir aber, aha, das geht gar nicht, die werden ja nacheinander instanziert. Also müssen wir das hier am Ende aufbauen.
aufräumen. Also, das ist jetzt immer unser Grundkonstrukt. Also wir haben Land mit ein paar Städten drin. Wunderbar. Jetzt hatten wir gesagt, es gibt noch ein paar Flüsse. Auch hier, da ist es ja noch unspektakulärer. Da ist ja das eigentlich einzige Attribut, was die so haben, oder das einzige Pflichtattribut, was die so haben, ist ja dieses grammatikalische Geschlecht. Ja, und so sieht der Konstruktor auch aus. Also es gibt einen Namen, der dann über die Base-Klasse in dem Named Object Namen landet. Und es gibt ein Bool für das grammatikalische Geschlecht. Ja, also das ist im Prinzip wie erwartet. Das wird dann alles innerhalb des Objekts in die entsprechenden Attribute eingespeichert. Und dann habe ich hier in den lokalen Variablen Ruhr, Spree, Havel und Main entsprechend meine Flussobjekte drin. Jetzt kommen wir zu den Relationen. Und jetzt haben wir diese Liegt-an-Relation, haben wir jetzt in der Liste gemacht. Ja, und jetzt kommt das allererste Mal dieser Punktoperator ins Spiel. Also, wenn das hier eine Stadt ist, dann komme ich mit dem Punkt an ein Attribut, das heißt liegt an. Und wenn man da mit der Maus drüber fährt, dann sieht man, aha, da steht List, Spitze, Klammer. Stadtpunkt liegt an. Das heißt also, dieses liegt an ist vom Typ Liste von Flüssen. Und irgendwas, was vom Typ Liste von Flüssen ist, hat auch einen in der Methode add und die bekommt eben als Parameter einen Fluss. Ja, das heißt also, ich hole mir aus Mülheim, was ja, also von da bis da ist es eine Stadt und von da bis da ist es eine Liste von Flüssen. Und eine Liste von Flüssen kann man mit add einen Fluss hinzufügen. Und das hier ist ein Fluss. Das haben wir hier oben selber so angelegt. So, das gleiche gilt für Essen. Also das ist eine Stadt. Das ist wiederum eine Liste von Flüssen. Und mit add packt man eben hier die Ruhr in diese Liste von Flüssen hinein. Dann machen wir das gleiche mal mit Berlin. Und hier sehen wir auch, warum das jetzt eine Liste sein muss und nicht ein einzelner Fluss. Also das ist eine Stadt. Das hier ist eine Liste von Flüssen und mit add packt man eine Liste von Flüssen einen Fluss rein, den da. Das da ist die gleiche Stadt und mit liegt an kommt man auch an die gleiche Liste und dann packt man in diese Liste noch die Spree rein. Und das Ergebnis ist, dass nachher Berlin sowohl an der Spree als auch an der Havel liegt. Ja, deshalb ist es hier eine Liste, weil hier 0 bis n steht. Ja, und bei Bielefeld, da ist überhaupt kein Fluss. Und das heißt, hier in diesem ganzen Abschnitt, wo es darum geht, die Flüsse zu verteilen, taucht Bielefeld gar nicht auf. Ne? Bielefeld hat eine leere Liste voller Flüsse. Kann man reingucken, alles Mögliche mitmachen. Und wird man nie einen Fluss rausholen können, ne? Weil was leer ist, ist leer. Gut, analog dazu, Frankfurt liegt am Main, ist auch klar. Also das ist Frankfurt, ist eine Stadt. Liegt an, ist eine Liste von Flüssen. Und mit add kriege ich eine Liste von Flüssen, einen Fluss rein. Habe ich eben selber angelegt, den Fluss. Passt. Gut, jetzt wird es ein bisschen kryptisch, sage ich jetzt mal. Jetzt kommt der Otto ins Spiel. Also, Otto ist eine Person. Personen bekommen einen Vornamen, einen Nachnamen. Okay. Sie bekommen einen Geburtsort. Und zwar genau einen, haben wir eben selber so festgelegt, weil es nur einen davon gibt, ist es einfach eine ganz normale Stadt. Und das ist, wenn wir mal reinschauen, bei Otto ist es Bielefeld. Bielefeld liegt bei uns in der lokalen Variable Bielefeld, alles toll. Dann wohnt Otto in Essen, und zwar nur in Essen. Das heißt, wir müssen jetzt eine Liste erzeugen, in der genau eine Stadt eingetragen ist, nämlich Essen. Und wir haben das Ganze eben auch abstrahiert. Es muss nicht mal eine Liste sein, sondern es muss nur irgendwas sein, mit dem man über dieses Interface, aus dem man über dieses Interface Sachen rausholen kann, nacheinander. Jo, dann nehmen wir einfach ein Array. Das hier ist nichts anderes als der Konstruktor für ein Array und dieses Array umfasst genau eine Stadt und diese Stadt heißt Essen. Ja, das ist jetzt der Preis dafür, dass die Kardinalität da eben ein N enthält. Wenn ich jetzt irgendwas übergeben will, dann muss ich mehrere davon übergeben. Und damit das nicht jedes Mal in Arbeit ausartet nach dem Motto, jetzt muss ich erstmal einen Speichertyp finden, den der da irgendwie beim Implementieren sich vorgestellt hat, machen wir das mit dem Interface, wo wir einfach sagen, egal was ich hier habe, solange das Interface hol noch einen, hol noch einen, hol noch einen, hol noch einen,
implementiert ist, kann ich es übergeben. Und das Array implementiert auch genau dieses Interface. So, das Gleiche mit Erwin, ne? Das ist ja jetzt, das haben wir jetzt schon tausendmal gesehen, das ist ja immer das Gleiche. Und jetzt sehen wir hier, jetzt haben wir diese Relation doppelt, also dieser Erwin und dieser Jan, die wohnen beide in Berlin, das heißt, die kann ich hier einfach zweimal Berlin übergeben. Naja, die Zuordnung der Parameter zu den Attributen, die haben wir ja selbst festgelegt, ne? Also wenn ich jetzt hier reinschaue, dann sehe ich, okay, also der Vorname möge doch am Ende im Attribut Vorname landen, ne? Das ist als Property implementiert. Der Familienname möge doch bitte hier im Familiennamen landen. Das Geboren-In möge doch bitte im Geboren-In landen. Ja, klar, das Ganze funktioniert über die Reihenfolge, ne? Also Sie haben der erste Parameter, der zweite Parameter, der dritte Parameter, der vierte Parameter. Die müssen natürlich auch passen, ne? Also wenn Sie die Reihenfolge auf der anderen Seite verändern, dann wird der Compiler schon sagen, da passen ja gar nicht, da passen ja schon die Typen nicht und wird das einfach gar nicht kompilieren. Ja, also dieser Jan, und das ist auch, wenn Sie hier reinklicken, sehen Sie das auch. Wenn Sie, da steht jetzt hier, ich möchte gerne einen String. Ja, wenn Sie jetzt hier drauf fahren mit der Maus, sehen Sie, aha, das ist der Konstruktor von Person, der bekommt als erstes den Vornamen, als zweites den Familiennamen, als drittes das Geboren-In und als viertes die Aufzählung von Städten, wie auch immer die dann aussieht, ne? Aber das ist uns ja wurscht. Da kümmert er sich ja drum. Das ist bei den Methoden übrigens auch so, ne? Da kommt es drauf an, in welcher Reihenfolge Sie die Parameter übergeben. Und das ist, sagen wir mal, so gefühlt in jeder Hochsprache so. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo man das mit so Zuweisungspaaren macht. Aber in der Regel ist es so, dass es die Reihenfolge ist. Das kommt, ich sage jetzt mal, ein bisschen aus der Tradition, weil ganz ursprünglich war das ja im Prinzip einfach nur so ein Wrapper um irgendwelche Assembler-Sachen. Und dann geht es einfach nur darum, das Zeug liegt in der Reihenfolge auf dem Stack rum. Gut, jetzt kommt der Klaas und der Hein und so, das ist alles langweilig. Jetzt vielleicht nochmal als Einzige, was man sehen kann, ist hier sind jetzt zwei Städte übergeben, ja, also Mülheim und Frankfurt werden hier eben doppelt übergeben. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir an diese Daten wieder drankommen, weil jetzt kommt nämlich der große Trick. Denn wir instanziieren ja die Objekte nicht einzeln, also so eine Stadt und dann nichts dazu, sondern immer mit Relationen. Und im nächsten Schritt schauen wir uns jetzt mal an, wie wir über die Relationen traversieren können, um dann zum Beispiel rauszukriegen, welche Menschen alle in einem Land wohnen.